Wadenkrämpfe, besonders nachts. Kann keiner gebrauchen, will keiner. Und du hast Magnesium ausprobiert und es hat nicht geholfen. Ich habe so viele Patienten, die mit dem falschen Magnesium zu mir in die Apotheke gekommen sind, die es falsch eingenommen haben, die nicht wissen, worauf sie achten müssen bei der Einnahme und wie sie das richtige Magnesium erkennen. Gehen wir rein. Was musst du bei der Magnesiumaufnahme beachten? Es gibt da zwei Komponenten. Die erste Komponente, welches Salz nimmst du? Und welche Zusatzstoffe sind in dem Produkt enthalten? Es gibt diese ganz schnell wirksamen, die haben häufig verschiedene Zuckerersatzstoffe drin, die extrem schlecht für deinen Darm sind, die deinen Darm, deine Darmflora komplett vernichten. Deswegen bin ich ein Freund davon, Magnesium zu nehmen, wo das Salz stimmt, hier ein Orotat, ein Glycinat oder ein Citrat und die Zusatzstoffe. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, 300 bis 400 Milligramm Magnesium ist ausreichend. Tut mir leid, da wäre ich schon tot. Es ist so, 600 bis 800 Milligramm nehme ich persönlich. Nicht auf einmal, weil wir haben keinen Speicher an Magnesium. Ich nehme das morgens, mittags, abends. Wenn ich es mittags nicht schaffe, mache ich es morgens und abends. Und die Abendeinnahme ist die wichtigste. Viele haben zu kämpfen mit Durchfall nach Magnesium. Es könnte zwei Faktoren sein, die da ein Problem sind. Erstens die blöden Zusatzstoffe und zweitens, dass es auf Einmaleinnahme zu hoch dosiert ist. Wie ist der Tipp für dich jetzt? Nehme eine Magnesiumkonzentration, die du einnimmst, die du noch nie eingenommen haben. Ich habe mit 1000 Milligramm angefangen und das war viel zu viel für mich. Und habe dann gemerkt, okay, ich muss weiter runter. Und in stressigen Phasen nehme ich 800 Milligramm Magnesium am Tag und wenn ich weiß, es ist ein bisschen mehr, nehme ich 600 Milligramm. Und ich muss es auch täglich nehmen, weil Magnesium ist in den Nervenzellen wie auch in den Muskelzellen extrem verbreitet. Eines der wichtigsten Mineralien des Körpers. Und ich möchte meinen Körper so gut funktionieren lassen, dass ich erstens keine Wadenkrämpfe bekomme, aber dass ich auch hier sehr gut regeneriere. Und deswegen nehme ich das abends. Und ganz wichtig, Zink. Ein Video findest du auf jeden Fall noch zu Zink und Immunsystem. Zink niemals in Kombination mit Magnesium, weil du brauchst 2 Stunden Abstand. Sonst nimmt der Körper entweder das eine auf oder das andere. Und du willst ja beide Effekte haben, oder? Also, schau dir das Zink-Video an, wenn dein Immunsystem nicht so weit oben ist.